Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Amüsiertablette mit eurem Crunch Cow und wir sind wieder mit Rescue 2 unterwegs. Everyday Heroes. Ich bin nur gerade so ein bisschen irritiert, weil eigentlich sollte hier irgendwo eine Tutorial-Mission sein. Habe ich das Richtige geladen? Lad nochmal. Ja, ist so. Nehme ich so hin. Das ist wieder so ein Einsatz, wo so viele Verletzte sind. Die mag ich nicht. Hier ist ein Riesenrad. Ist auch cool. Oh, oh, oh. 72. Was ist denn da passiert? Oh, das sieht nach einem McDonald's-Fettbrand aus. Oh, Flüssigkeiten brennen. Achso, wir sollten übrigens mal gucken, ob wir irgendwie einen unserer Fahrzeuge ausrüsten mit diesem Schaumzumischer. Ob wir das nicht schon bereits hatten. Ja, hier haben wir den Schaumzumischer. Das ist sehr gut, weil wir könnten auch mal reparieren hier. So, noch Waffe 1, den wir auch mal betreten. Reparieren wir vielleicht auch mal. Kostet ja nicht die Welt. Na doch, schon ein bisschen. Wir könnten ja eigentlich hier auch mal irgendwie Verteiler weniger und vielleicht irgendwas anderes mit aufnehmen. Tragbare Pumpe, ach, lassen wir jetzt erstmal. Gehen wir jetzt erstmal da zu diesem Einsatz, der hier unten ist. Dann würde ich vorschlagen, schicken wir aus 2 das Tanklöschfahrzeug und aus 1 das Fahrzeug los. Und gucken mal, ob wir noch ein anderes brauchen. Ich bin zwar der Meinung, nein, sollte eigentlich nicht, aber. Werden wir dann sehen, wenn wir die Mission starten, weil ich glaube, die selbst kenne ich noch nicht. Das hier ist die Hauptmission gewesen, die wir letztes gemacht haben. Oh, da brennt's. Hier ist unser Löschzugriff, nenne ich es jetzt mal. So, jetzt ist das schon übergegriffen. Na, wo bleiben die Fahrzeuge? Da ist schon mal das eine. Hier, du gehst schon mal einhauen. Du kannst schon mal ein Standrohr organisieren. Du organisierst. Ach nee, warte mal. Oh, falscher Knopf. Du organisierst einen Verteiler. Legst den Verteiler da an. So, das ist doch schon mal super. Dann kann der sich hier auch schon mal verbinden. Da bringen wir den Dingens rein. Ach du Scheiße. Müssen wir den jetzt da hinten hinlegen? Das wäre jetzt äußerst uncool. Tür aufbrechen. Okay. Jetzt brauchen wir von hier mal den Schaumzumischer. Und du holst noch einen Schlauch. Und du holst dir auch mal noch einen Schlauch. Kann ich das jetzt am besten verbinden? Warte mal, du hast hier, glaube ich, den falschen genommen. Das ist jetzt natürlich schlecht für uns alle.
So, dann werden wir noch mal den Rettungswagen nachbestellen. Der kann ja leider nicht viel löschen. Ach, guck mal. Komm, lauf mal da fix durch. So, einen Rettungswagen holen wir mal nach da. Hier nach hier. Der Rettungswagen ist ja ausgerüstet. Ja, hätte ich mal beim Schaumzuwischer besser aufgepasst. Lass mal fallen. Um aus dem Rettungswagen. So, wenn er jetzt alle ist, muss ich natürlich einen neuen holen. So, jetzt holen wir hier nochmal den Fettbrand, eigentlich, dass der wieder das anzündet. So, das ist schon mal erledigt. Ich hätte mal beim Schaumzumischer ein bisschen besser aufpassen sollen. Hauen wir mal die Tür ein hier. Brände sind ja gelöscht. Das ist kein Problem. Dann holen wir die Person raus und dann haben wir die Mission auch schon erledigt. Boah, Gott sei Dank, ey. Gut. Flüssige Gefahr gebannt. Yeah. Braucht man wohl zwei Löschfahrzeuge, die sich unterschiedlich verbunden haben. So, den anderen Einsatz, den lassen wir mal verrecken, weil... Oh, das ist immer wieder derselbe, den finde ich nicht. Naja gut, was soll's, Rettungswagen. Vier Fahrzeuge können wir entsenden, dann haben wir schon mal zwei RTWs. Ich glaube, es war fast ein bisschen zu viel, was ich jetzt dahin geschickt habe. So, Rettungswagen 1, Rettungswagen 2, TLF. Und ein HL. Wo bleiben die Feuerwehrfahrzeuge? Administering treatment. Understood.
Ach, da sind sie ja. Okay, das könnte doch ein bisschen enger werden. Das ist ja wieder actionreich hier. Von zwei Seiten vorgehen. So, jetzt wollen wir erstmal ihn. Und ihn. Der hält das in der Zeit noch durch. Ups, habe ich die aus Versehen ein bisschen verwechselt, glaube ich. Egal. So, das haben wir schon mal gelöst. Das Problem mit dem Feuer zumindest ist gelöst. Jetzt habe ich natürlich den vergessen, den zu verarzten. Habe ich hier irgendwo die Möglichkeit, dass ich irgendwo ein Erste-Hilfe-Set? Nee. Du hol mal nochmal aus dem hier, das hier. Und behandle mal die Truse. Du kannst derzeit schon mal den hier aufheben. Schon mal weggehen da so ein bisschen, du stehst ja sonst nur im Weg. So, dann ging das zumindest ein bisschen schneller, was die Verletzten angeht. Beim letzten Mal hatten wir ja nur einen Rettungswagen, das ist dann schon deutlich beschissener, wenn ich jetzt mal da die Leute zu behandeln. Aber hier geht's. Ach je. Ach je. So, erledigt. Und müssen verlassen. So, hier haben wir was Schönes bekommen. Hier haben wir nur irgendwie ein Feuer. Mit einer Tracker werden auch. Ging jetzt mit einer tragbaren Pumpe wahrscheinlich ganz gut. Jetzt lassen wir die mal ganz kurz auffüllen. So, entsenden. Tragbare Pumpe. Und Trag. Und das Tanklöschfahrzeug. Schicken wir mal dahin und dann gucken wir mal. Das müsste eigentlich ausreichen. Hirschberg. Kann ich hexen? So, Mission starten. Unit available. Unit available. Understood. Yes.
jet. Hier brennt das Haus ja lichterloh. So, du holst mal eine tragbare Pumpe, du holst einen Verteiler. Schließ den Verteiler da an. Was? Das ging mir jetzt zu schnell. Okay. Ja, lassen wir es einfach. Umgestürztes Gerüst. Nee. Aber wir sind ja auch gerade, wir sind schon wieder Richtung Ende unserer Folgen. Deswegen, ich weiß zwar nicht. Das ist eine ganz neue Mission. Die ganz neue Mission machen wir beim nächsten Mal. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Crunch Cow Rescue 2 Everyday Heroes. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.